In Salzburg ist heute die neue ÖVP-FPÖ-Landesregierung vorgestellt worden. Die Bundesregierung will in Fragen der Teuerung nun harte Kante zeigen. Russlands Ex-Präsident Medvedev will die Ukraine zwischen der EU und Russland aufteilen. Der Tourismus in Österreich hat sich trotz der Teuerung fast auf Vor-Corona-Niveau erholt. Und jeder und jede sechste Österreicherin leidet unter einer Allergie. Guten Abend zu den Kronen-News am heutigen Freitag, den 26. Mai. Ja, in Ober- und in Niederösterreich gibt es sie bereits. Für Salzburg ist es eine Premiere. Eine schwarz-blaue Regierungskoalition in der Landesregierung. 3 Wochen haben die Regierungsverhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ gedauert. Heute Vormittag ist das schwarz-blaue Regierungsprogramm für Salzburg präsentiert worden. Nach dem Segen der Parteigremien haben Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer und seine künftige Stellvertreterin FPÖ-Landesparteiobfrau Marlene Swacek am Freitagvormittag die künftige Landesregierung und deren Arbeitsprogramm präsentiert. Haslauer räumte gleich zu Beginn nochmals ein, dass er nach der Wahl ursprünglich andere Pläne gehabt hätte. Der Weg in diese Koalition war nicht ganz einfach. Wir haben ja einen sehr heftigen Wahlkampf gehabt mit einem Wahlergebnis, das Ihnen bekannt ist. Ich sage ganz offen, ich habe anderes geplant. Nach dem Wahlergebnis haben sich verschiedene Varianten ergeben, die sondiert werden mussten. Mein Plan war dann, aus diesen Gesprächen heraus eine Allianz für Salzburg zu bilden, bestehend aus ÖVP, FPÖ und SPÖ, also den 3 stärksten Parteien. Einfach aus 2 Überlegungen heraus. Ich glaube, eine recht große Verdrossenheit der Bevölkerung resultiert auch aus dem Streit in der Politik, dass es weniger nur mehr sachlichen Diskurs und Diskussion gibt, sondern dass alles sehr heftig und auch in der Tonalität sehr zum Teil aggressiv vorgetragen wird und die Leute wollen einfach, dass zusammengearbeitet wird. Das war das eine. Und das andere war, wir haben ja sehr, sehr große infrastrukturelle Vorhaben für das Land, die wir umsetzen müssen. Und ich hätte mir gedacht, wenn wir für 5 Jahre so eine Gemeinsamkeit finden mit den 3 großen Parteien, dann können wir das auch gemeinsam gut umsetzen. Dieser Plan ist leider am Widerstand der SPÖ letztlich gescheitert, sodass wir uns entschlossen haben, mit der FPÖ in Verhandlungen zu treten. War nicht ganz einfach, auch aufeinander zuzugehen. Aber Sie wissen ja, im Leben, man muss auch einander wieder die Hand reichen können. Man muss den Boden einer neuen Zusammenarbeit legen können. Und für mich war daher sehr wichtig, dass wir sozusagen eine Brücke der Zusammenarbeit. Die Bundesregierung plagt sich weiter mit der hohen Inflation. Nach den Drohgebärden gegen den Lebensmittelhandel richtet sich Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP nun mit scharfen Worten auch an die Energiekonzerne. Wir lassen uns nicht papieren und werden weitere Maßnahmen vor weiteren Maßnahmen nicht zurückschrecken, so der Kanzler. Bundeskanzler Karl Nehammer verliert die Geduld mit den Energiekonzernen. Diese würden sinkende Energiepreise nicht im erhofften Ausmaß an die Kunden weitergeben. Der Kanzler sieht dadurch den Wirtschaftsstandort gefährdet. Das werde man als Regierung nicht so weiter zulassen und klare Kante zeigen, so Nehammer. Die hohen Energiepreise würden als größter Inflationstreiber gesehen. Diese Spirale müsse durchbrochen werden, sagt Nehammer. Er erwartet, dass die Energiepreise für die Endkunden ab dem Sommer zu sinken beginnen. Das Parlament beschließt kommende Woche eine Verschärfung der Übergewinnsteuer für Energiekonzerne, die ab 1. Juni in Kraft tritt. Dann sollte der Dominoeffekt beginnen. Welche weiteren Schritte gesetzt werden könnten, wenn das nicht passiert, sagte Nehammer auf Nachfrage bei einem Hintergrundgespräch nicht. Aber es gebe keine Denkverbote in Sachen Sanktionen. Er wolle sich nicht papierteln lassen. Wien hat in bestimmten politischen Kreisen und in manchen Bundesländern eine schlechte Nachrede. Vor allem die Themen Migration und Integration stehen immer wieder im Mittelpunkt von Diskussionen. Der Ausländeranteil ist in Wien höher als in anderen Bundesländern. In 4 der 23 Wiener Gemeindebezirke ist der Ausländeranteil sogar höher als der Anteil der Einheimischen. Weitere 3 Bezirke knacken bereits an der 50%-Marke.
Eine neue Studie ortet zudem nun Milieus mit desintegrativen Tendenzen. Mehr als 50% der Menschen, die in Wien-Brigittenau leben, sind Menschen mit ausländischer Herkunft. Trotz dieses Faktums will Bezirksvorsteher Hannes Derfler von der SPÖ nichts von Problemen bei der Zuwanderung wissen. Er sagt zur Krone: Das kann ich nicht beeinflussen. Ich kann nicht beurteilen, wer zuwandert, wer nicht zuwandert. Die Bevölkerung soll sich nicht beunruhigt fühlen, weil die Leute untereinander eben Konflikte austragen. Hört man sich aber auf der Straße um, wird schnell klar, die Bevölkerung ist alles andere als nicht beunruhigt und das nicht nur im 20. Bezirk. In 4 Wiener Bezirken leben derzeit schon mehr Menschen ausländischer Herkunft als Inländer, und zwar in Favoriten, Rudolfsheim, Fünfhaus, Margareten und eben in Brigittenau. Und dabei wird es auch nicht bleiben. Meidling, Otterkring und die Leopoldstadt kratzen bereits an der 50%-Marke. Also auch hier wird es bald mehr Menschen mit ausländischer Herkunft als Inländer geben. Es ist ein eindeutiges Wiener Phänomen. Denn in Bezug auf den Anteil von im Ausland geborenen Personen liegen auf den ersten 18 Plätzen ausschließlich Wiener Bezirke. Vor allem Flüchtlinge gehen verstärkt nach Wien. Der Graben, der sich durch die Wiener Gesellschaft zieht, wird dadurch immer tiefer. Das bestätigt auch der aktuelle Bericht Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Segregation in Österreich. Dieser kommt zum Schluss, dass vor allem der Flüchtlingsstrom 2015 zu dieser gesellschaftlichen Trennung beigetragen hat. Ein weiteres Problem: Aufgrund von Veränderungen auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt ist es in Wien bereits in den 2000er Jahren zu einer deutlichen Zunahme der sozioökonomischen Trennung gekommen. Sozial benachteiligte Gruppen haben vermehrt begonnen, sich auf Gemeindebauviertel zu konzentrieren. Die Studie kommt jedoch auch zu dem Schluss, dass es in Österreich derzeit noch kaum Parallelgesellschaften gäbe, dafür aber Milieus mit desintegrativen Tendenzen. Klar sei aber, Wien braucht die Zuwanderung. Dass die Integration bis dato aber nicht so gut funktioniert hat, ist ein Faktum. Die ganze Thematik bringt eine enorme Herausforderung mit sich und diese müssen die Wiener Parteien jetzt angehen. Die Lösungsansätze: bessere Bildung, mehr Deutsch und ein leichterer Zugang zum Arbeitsmarkt. In einer Stadt, wo in 9 Mittelschulen 3 von 4 Kindern nicht Deutsch als Umgangssprache haben, kein leichtes Unterfangen. Die Ideen sind gut, doch sind sie nicht neu. Woran es aber nach wie vor hapert, ist die Umsetzung. Ist Wien also noch Wien? Entscheiden Sie selbst. Dass ältere Menschen im Straßenverkehr nicht mehr so aufnahmefähig sind, das scheint für viele auf der Hand zu liegen. Immer wieder passieren auch Unfälle. Am 1. Juni will man die Thematik im Verkehrsministerrat diskutieren. Im Raum steht unter anderem ein Führerschein auf Zeit für ältere Menschen. In Brüssel plant man regelmäßige Fahrtauglichkeitstests für Senioren. Ab 75 Jahren soll der Führerschein nur noch 5 Jahre gültig sein, so lautet der derzeitige Vorschlag. Die genaue Ausgestaltung soll bei den Ländern liegen. Doch so einfach umsetzen lässt es sich nicht. Die heimische Politik machte bisher einen großen Bogen um das Thema Fahrsicherheit bei älteren Menschen. Es scheint, als würde man das am liebsten so beibehalten. Immerhin sind die Senioren eine große Wählergruppe. Die Pensionsvertreter sprechen von Altersdiskriminierung und Stigmatisierung. Auch die Autofahrerclubs ÖMTC und RBÖ stehen den Plänen aus Brüssel skeptisch bis ablehnend gegenüber. Es muss kein System sein, das nur 0 oder 1 kennt. Es kommt darauf an, auf die Gegebenheiten Rücksicht zu nehmen und genau hinzuschauen, damit jede und jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten am Verkehr teilnehmen kann, sagt etwa ÖMTC-Juristin Ursula Zielenka. Das bedeutet, die Fahrten im ländlichen Bereich könnten auf das nähere Umfeld eingeschränkt werden. Die ABÖ lehnt verpflichtende Tests generell ab und setzt stattdessen auf Selbstverantwortung. Laut Kuratorium für Verkehrssicherheit könne man über Prüfungen der Fahrtauglichkeit ab einem Alter von 80 Jahren diskutieren, vorher jedoch nicht. Einer der wenigen, der den Brüsseler Plänen durchaus etwas abgewinnen kann und dies auch offen zugibt, ist der grüne EU-Abgeordnete Thomas Weitz. Er sieht den Führerschein als Fahrbefähigungsnachweis und hat daher kein Problem mit einer Überprüfung von Zeit zu Zeit. Eine Studie der Universität Zürich machte bereits vor Jahren deutlich,
dass die Unfallgefahr ab einem Alter von 75 Jahren klar steigt. Während in Österreich die Wogen hochgehen, gibt es bereits viel strengere Regeln in anderen Ländern. In der Schweiz müssen alle Lenker über 75 Jahre alle 2 Jahre zur sogenannten verkehrsmedizinischen Kontrolluntersuchung. In zahlreichen Staaten, etwa den Niederlanden, in Finnland, Spanien oder auch in Slowenien, gibt es Überprüfungen der Fahrtüchtigkeit ab einem bestimmten Alter. Besonders streng geht es in Portugal zu. Dort wird der erste Check bereits mit 50 Jahren gemacht. In Italien muss der Führerschein generell alle 10 Jahre erneuert werden. Mit zunehmendem Alter werden die Überprüfungsintervalle kürzer. ChatGPT, das ist ein Chatbot, der künstliche Intelligenz einsetzt, um mit Nutzern über textbasierte Nachrichten zu kommunizieren. Die Anwendung nutzt moderne maschinelle Lerntechnologie, um Antworten zu generieren. Diese klingen dann natürlich und sollen für das Gespräch relevant sein. Die Europäische Union will nun mit einem neuen Gesetz Modelle von künstlicher Intelligenz, so wie eben etwa auch ChatGPT, regulieren. Der Anbieter von ChatGPT, OpenAI, zieht angesichts der bevorstehenden Vorschriften der EU für künstliche Intelligenz einen Rückzug aus Europa in Erwägung. Anfang des Monats hat sich die EU auf einen Gesetzesentwurf zur Regulierung von KI verständigt. Dieses sieht vor, Unternehmen, die künstliche Intelligenz wie ChatGPT entwickeln, müssen verwendetes urheberrechtliches Material offenlegen. Der Chef von OpenAI hat einen Rückzug aus dem europäischen Markt angedroht, sollten die Regeln nicht entschärft werden. Der derzeitige Entwurf des EU-KI-Gesetzes wäre eine Überregulierung, so Sam Altman, Chef der Microsoft-Beteiligung OpenAI. Der Konzern wolle sich zwar bemühen, neue gesetzliche Regelungen einzuhalten, im Zweifelsfall wäre er bereit, dem europäischen Markt den Rücken zu kehren. Altman zeigt sich aber auch versöhnlich. KI sollte reguliert werden, aber es brauche mehr Klarheit. Man solle abwarten, wie sich KI weiterentwickle und erst danach staatlich eingreifen. Bildungsminister Martin Polaschek findet, es sollte grundsätzlich kein KI-Verbot an Schulen und Universitäten geben. Vielmehr setzt er auf mündliche Prüfungen und persönliche Gespräche mit den Verfasserinnen und Verfassern. Die EU arbeitet die endgültigen Einzelheiten der Regulierung aus. Sie möchte die Firmen zu einer freiwilligen Selbstverpflichtung bewegen. Dazu möchte sie einen Rahmenvertrag mit Google und anderen Unternehmen aufsetzen. In der Ukraine scheint ein Ende des Krieges noch lange nicht in Sicht. Und die Vorstellungen davon, wie der Krieg beendet werden könnte, werden dabei auch immer kurioser. Dmitri Medvedev, der Vizechef des russischen Sicherheitsrates und Ex-Präsident von Russland, der hat dazu nun einen neuen Vorschlag auf seinem Telegram-Kanal bekannt gegeben. Er meint diesbezüglich, man könnte doch die Ukraine zwischen Russland und der EU aufteilen. Der russische Ex-Präsident Dmitri Medvedev, der treu sich hinter Wladimir Putin stellt, hat im Kurznachrichtendienst Telegram erklärt, wie er sich den Ausgang des Krieges vorstellt. In der Variante würden westliche Regionen der Ukraine mehreren EU-Staaten zugeschlagen werden und die östlichen Russland, während die Einwohner der zentralen Gebiete für den Beitritt zu Russland stimmten. Bei diesem Ausgang endet der Konflikt mit ausreichenden Garantien, dass er auf lange Sicht nicht wieder aufgenommen wird, schrieb Medvedev auf Telegram. Wenn hingegen ein Teil der Ukraine, der EU oder der NATO beitreten sollte, sei mit einem Wiederaufflammen der Kampfhandlungen zu rechnen, mit der Gefahr, dass es schnell in einen vollwertigen Dritten Weltkrieg übergehen kann, behauptet der Vertraute von Kremlchef Wladimir Putin. Ansonsten würde der Konflikt Jahrzehnte andauern. Es könnte 3 Jahre Waffenstillstand geben, dann wieder 2 Jahre Konflikt und dann wird sich alles wieder wiederholen. Bei einem für Moskau nach Medvedevs Worten temporär annehmbaren Szenario würden die Ukraine vollständig zwischen EU-Ländern und Russland aufgeteilt, während in Europa eine ukrainische Exilregierung gebildet würde. Andere Varianten als diese 3 seien nicht realistisch, so Medvedev. Russland führt seit mehr als 15 Monaten den Krieg in der Ukraine. Dabei erleiden die russischen Truppen nach westlicher Einschätzung hohe Verluste und konnten nur Regionen im Osten und Süden des Landes unter ihre Kontrolle bringen.
Die vom Westen unterstützte Ukraine will kämpfen, bis russische Truppen aus den besetzten Gebieten vertrieben sind. Für die nächste Zeit wird eine ukrainische Gegenoffensive erwartet. Mit zig Millionen Infektionen pro Woche rollt gegenwärtig eine neue Corona-Welle durch China. Die Zahl der Ansteckungen steigt seit Wochen wieder stetig an. Allein in Peking ist Covid-19 seit 4 Wochen wieder das vorherrschende Virus unter allen Infektionskrankheiten. Das hat die Gesundheitskommission der Hauptstadt heute mitgeteilt. Schulen in einigen Teilen Chinas sind aufgefordert worden, wachsam zu sein und Vorbeugungsmaßnahmen zu ergreifen. Er wird für Ende Juni erwartet, der Höhepunkt der neuen Corona-Infektionswelle in China. Der führende chinesische Epidemiologe Zhong Nashan erwartet für Ende Juni mit rund 65 Millionen Neuinfektionen einen neuen Rekord. Der Anstieg sei erwartet worden, heißt es. Der Epidemiologe geht von gegenwärtig rund 40 Millionen Infektionen wöchentlich aus. Amtliche Daten zur Zahl der Toten, vor allem in den Wintermonaten, liegen aktuell nicht vor. Damals haben sich vagen Schätzungen zufolge 80-90% der Chinesen infiziert. Wegen der vielen Corona-Toten sind jedenfalls auch die Krematorien überfordert. Unterdessen sind auch andere Staaten wachsam, ob sich die Welle nun auch auf sie übertragen könnte. Die USA und China wollen in globalen Gesundheitsfragen auf jeden Fall weiterhin zusammenarbeiten. Nach knapp 3 Jahren hatte Chinas Regierung Anfang Dezember ihre strenge Null-Covid-Strategie mit Lockdowns, Zwangsquarantäne und Massentests abrupt aufgegeben. Was man dabei aber übersehen hat, Krankenhäuser waren darauf nicht vorbereitet. Eine ähnlich große Welle wie damals wird jetzt zwar nicht erwartet, doch warnen die Gesundheitsbehörden, dass weiterhin vor allem ältere und kranke Menschen stark gefährdet sind. Die aktuelle Corona-Variante, um die sich die Welle dreht, heißt XXB-Omikron. Sie verbreitet sich zwar schneller als die vorangegangenen Varianten, wesentliche Veränderungen im Krankheitsverlauf gibt es aber keine. Wer im Winter infiziert gewesen sei, könnte deshalb bei einer neuerlichen Ansteckung mit milderen Symptomen rechnen. Kritiker bemängeln schon länger, dass die Impfkampagne seit dem Winter nicht mehr intensiv vorangetrieben worden ist. Es sollen bereits 2 Impfstoffe zugelassen sein, um speziell gegen diese neuartige XXB-Variante vorzugehen. Wann sie aber tatsächlich auf den Markt kommt, ist unklar. Bald ist aktuell die einzige Information, die es gibt. Moderne mRNA-Impfstoffe aus dem Ausland sind in China weiterhin nicht zugelassen. Dagegen seien weder in der EU noch in den USA Impfstoffe gegen den XXB-Stamm vorhanden. Ein dramatischer Vorfall hat sich heute in Südkorea zugetragen. Ein Passagier eines Asiana Airlines-Flugs hat beim Landeanflug auf die Millionenstadt Daegu den Notausgang des Flugzeugs geöffnet. 3 Minuten Horror. Kurz vor der Landung eines Fluges der Asiana Airlines öffnete anscheinend ein Passagier in mehr als 200 Meter Höhe den Notausgang, was zu stürmischen Winden in der Kabine führte. Videos, die Personen an Bord aufgenommen und in den sozialen Medien geteilt haben, zeigen, wie Passagieren heftiger Wind durch die Haare weht und sie sich an ihren Armlehnen festkrallen. Wie die koreanische Airline mitteilte, landete das Flugzeug sicher und alle der 200 Personen an Bord überlebten. Der lokalen Feuerwehr zufolge mussten 9 Menschen aufgrund von Hyperventilation ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Passagier, der verdächtig wird, die Tür geöffnet zu haben, wurde von der Polizei festgenommen. Das Motiv ist bislang unklar. Unter den 194 Passagieren befanden sich auch Schulkinder. In einer feierlichen Zeremonie ist heute in der Wiener Rotenturmstraße die interaktive Dauerausstellung Erlebnis Europa eröffnet worden. Mit dabei bei der Eröffnung waren neben Bundespräsident Alexander Van der Bellen und anderen auch die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola. In 9 Städten der Europäischen Union gibt es bereits vergleichbare Einrichtungen. In Wien ist am Freitag eine 10. hinzugekommen. Erlebnis Europa heißt die Dauerausstellung in der Innenstadt, die den Besucherinnen und Besuchern auf 3 Etagen die Funktionsweise der EU näher bringen soll. An der Eröffnung haben unter anderem Bundespräsident Alexander Van der Bellen sowie EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola teilgenommen. Alexander Van der Bellen ist in seiner Rede bei der Eröffnung
noch einmal auf die Wichtigkeit der Europäischen Union eingegangen. Also wir erleben Europa jeden Tag. Europa ist scheinbar ohne unser Zutun da, ohne unser Engagement. Aber so ist es eben nicht, Stichwort Brexit. Es gäbe kein Europa, es gäbe keine Europäische Union ohne uns Europäerinnen und Europäer. Also wir brauchen dieses Europa, wir brauchen die Zukunft der jungen Menschen, wir brauchen, ich meine, die Ideen der jungen Menschen für die Zukunft dieses Europa, wir brauchen ihre Begeisterung, ihren Willen, ihren Drang, etwas zu tun für dieses Europa. Ja? Und ich meine, nicht zufällig sage ich besonders die jungen Leute, ja, weil meine Zeit läuft ab, nicht nur meine Zeit als Bundespräsident, unwiderruflich. Ich bin in der angenehmen Situation eines Politikers, dessen Wiederwahl unmöglich ist, sondern es geht um die jungen Leute. Und diese interaktive Ausstellung hier schafft es, finde ich, wird es schaffen, diesen Funken überspringen zu lassen von der persönlichen Befindlichkeit oder Leidenschaft zu etwas Größerem. Auch die Präsidentin des EU-Parlaments freut sich darüber, dass das Besucherzentrum Erlebnis Europa nun auch in Wien Halt macht. Das Europa-Erlebnis in Wien soll daran erinnern, dass der Hauptzweck der Europäischen Union darin besteht, den Menschen zu dienen. Es soll ein Ort sein, an dem wir zuhören, erklären und verstehen können, was die Menschen von Europa wollen. Denn das Verständnis Europas verändert alles. Das Verständnis Europas überzeugt uns davon, dass unsere Zukunft stärker und besser sein wird, wenn wir zusammen sind. Und je mehr wir Europa verstehen, desto mehr können wir alle davon profitieren und umso mehr können wir überzeugen. An der Eröffnung teilgenommen haben auch die beiden Vizepräsidenten des Europaparlaments, Ottmar Karas und Evelyn Regner, sowie die Europaministerin Caroline Edtstadler. Im Erdgeschoss wird auf mehreren interaktiv gestalteten Multimedia-Panels das Zusammenspiel der drei wichtigsten EU-Institutionen erklärt, also der Europäischen Kommission, des Europäischen Parlaments und des Europäischen Rats. Wer mag, kann sich per Selfie-Automat verewigen und via Monitor auch gleich bei den Schwesterausstellungen in anderen Städten aufpoppen. Solche gibt es derzeit in Berlin, Helsinki, Kopenhagen, Ljubljana, Paris, Rom, Stockholm, Straßburg und Tallinn. Bald soll das Konzept in allen 27 Mitgliedstaaten umgesetzt sein. Währenddessen läuft in einem 360-Grad-Kino im Untergeschoss ein kurzer Film über die Union in Dauerschleife. Ein detailreich ausgetüfteltes Highlight befindet sich im ersten Stock. Hier können Besucherinnen und Besucher in die Rolle von Abgeordneten schlüpfen und ein Gesetzgebungsverfahren von Anfang bis zum Ende durchspielen. Debatten in den Fraktionen sowie Reden im Plenum gehören ebenso dazu, wie Beratungen in den Ausschüssen oder eine Abstimmung und eine Pressekonferenz am Schluss. Der heimische Tourismus hat sich nahezu komplett von der Pandemie erholt. Die Wintersaison 2022-23, also von November bis April letzten Jahres, war mit 69,29 Millionen Nächtigungen fast doppelt, also so gut gebucht wie im letzten corona-freien Winter 2018-19. Das geht aus vorläufigen Daten der Statistik Austria von heute Freitag hervor. Gegenüber dem noch von Corona-Beschränkungen geprägten Vorjahreszeitraum stiegen die Nächtigungen heuer um fast ein Drittel. Österreichs Tourismus hat sich in der Wintersaison 2022 erholt. Allerdings hat er noch nicht wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht. Das haben Wirtschaftsminister Martin Kocher und Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler am Freitag in Wien verlautbart. 2021 war der Anteil des Tourismus am Bruttoinlandsprodukt noch auf 3,6% gesunken. Aber für die ersten Schätzungen sehen wir, dass der Anteil des Tourismus am Bruttoinlandsprodukt wieder auf 6,2% gestiegen ist, also nicht bei den 7,6% von vor der Pandemie, aber 6,2%. Indirekte und direkte Effekte des Tourismus ist ein großer Zuwachs, glücklicherweise im Vergleich zu 2021. Und wir erwarten, dass 2023 diese Erholung anhält.
sich natürlich aufgrund der konjunkturellen Lage etwas abschwächt, aber das tut die gesamte Wirtschaft. Das würde also den Anteil des Tourismus an der Wirtschaftsleistung nicht massiv beeinflussen. Zwar waren im Vorjahr in der Tourismusbranche mit etwa 217.000 annähernd so viele Menschen beschäftigt wie 2019, dennoch gäbe es etwa 20.000 bis 30.000 offene Stellen. Dem will man mit bereits beschlossenen Maßnahmen wie etwa der Einführung der sogenannten Stammsaisonniers und der Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte entgegenwirken. Neu hinzu kommt eine Anhebung des Saisonnier-Kontingents um knapp 900 auf 4.287 Plätze. Für die Branche ist die Anhebung dieses Saisonnier-Kontingents ganz, ganz wichtig, weil vor allem die Saisonspitzen abzudecken, sind in Österreich, um die Qualität des Produkts zu erhalten, ein wesentlicher Schlüssel. Neben den Teuerungen stellt ja der Mitarbeiterbedarf aktuell die größte Herausforderung dar. Optimistisch gibt sich Kocher bei potenziellen Auswirkungen der schwachen Konjunktur auf deutsche Urlauber. Der Arbeitsmarkt sei im Gegensatz zu früheren Rezessionen stabil. Er befürchte keinen Einbruch des privaten Konsums und somit der Urlaubsnachfrage, so Kocher. Finanzminister Magnus Brunner von der ÖVP und Justizministerin Alma Sadic von den Grünen haben heute ein neues Start-up-Paket präsentiert. Das Paket soll Erleichterungen für die Start-up-Welt am Standort Österreich bringen. Es geht um lang diskutierte neue Regelungen zur Mitarbeiterbeteiligung und die Reform zur flexiblen Kapitalgesellschaft. Ab 1. Jänner 2024 sollen die neuen Regelungen in Kraft treten. Finanzminister Magnus Brunner und Justizministerin Alma Sadic haben am Freitag einen Gesetzesvorschlag vorgestellt, der Start-up-Gründungen in Österreich erleichtern soll. Einerseits soll es für diese Unternehmen künftig einfacher werden, Mitarbeiter an der Firma zu beteiligen. Die Besteuerung erfolgt nicht wie bisher schon bei der Einräumung der Mitarbeiterbeteiligung, sondern es gibt einen Aufschub dieser Besteuerung. In der Regel dann bis tatsächlichen Veräußerung der jeweiligen Anteile. Also die Steuern müssen erst bezahlt werden, wenn das Geld dann auch schlussendlich fließt. Also das ist ein Akt der Fairness eigentlich auch gegenüber der Mitarbeiterin und den Mitarbeiterinnen. Diese Regel gilt auch für Lohnnebenkosten, also nicht nur für Steuern, sondern auch für Lohnnebenkosten und wird ab dem 01.01.2024 dann in Kraft treten. Andererseits soll eine neue Gesellschaftsform ermöglichen, dass die Mindeststeuer niedriger ausfällt. Eine flexible Kapitalgesellschaft, wie wir es jetzt in Zukunft nennen werden, die vielen dieser Anforderungen auch Rechnung trägt, nämlich dass flexibel und vereinfacht gegründet werden kann. Was sind die Eckpunkte dieser vereinfachten, flexiblen Kapitalgesellschaft? Erstens, diese Vorteile, die die flexible Kapitalgesellschaft bietet, sie wird auf das GmbH-Recht aufbauen. Das war so die große Frage, setzen wir das an bei einer Aktiengesellschaft oder setzen wir es an bei einer GmbH? Wir haben uns dafür entschieden, wir setzen das Ganze an bei einer GmbH und machen das Ganze noch etwas flexibler. Das Gründungskapital von bis jetzt 35.000 Euro wird auf 10.000 Euro herabgesetzt, sowohl für die flexible Kapitalgesellschaft als auch für die GmbH. Das Finanzministerium schätzt, dass sich alle Start-ups zusammen im Jahr 50 Millionen Euro ersparen. Der Gesetzesentwurf geht nun in die Begutachtung. Die Augen jucken, brennen, sind gerötet, schwellen zu. Die Nase juckt fürchterlich und läuft unentwegt. So fühlen sich Symptome einer Pollenallergie an. Dabei ist nicht nur entscheidend, welche Bäume und Gräser im Kalenderjahr blühen und auf welche ein Mensch möglicherweise allergisch reagiert. Vielmehr kommt es auch darauf an, wann die Konzentration der Pollen und Allergene in der Luft am größten sind. In Österreich sind rund 16% aller Menschen allergisch und leiden an einer Allergie. Das hat eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts IMAS ergeben. Die meisten AllergikerInnen werden von Beschwerden durch Pollen geplagt. Unrühmliches Silber geht an den Hausstaub und auf den weiteren Plätzen folgen Nahrungsergänzungsmittel, Sonnenallergien oder Tierallergien. Rund 16% der Österreicher leiden an einer Allergie.
Das zeigt eine am Freitag präsentierte Umfrage des Meinungsforschungsinstituts IMAS. Spitzenreiter für die Beschwerden sind Pollen und Hausstaub. Ihnen folgen Nahrungsmittel, Sonnen- und Tierallergie. Verglichen mit Daten aus dem Jahre 2019 haben Probleme durch Pollen und vor allem Staub am stärksten zugenommen. Frauen sind laut der Umfrage, für die im April rund 1000 Personen über 16 persönlich befragt wurden, stärker betroffen als Männer. 20% der weiblichen, aber nur 12% der männlichen Testpersonen gaben an, eine Allergie zu haben. Städter leiden häufiger darunter als die Landbevölkerung. Verglichen mit einer Umfrage aus dem Jahr 2019 ist der Anteil der Allergiker an der Gesamtbevölkerung gleich geblieben. Verschoben hat sich allerdings die Art der Unverträglichkeit. Bescherte der Hausstaub vor 4 Jahren rund 14% der betroffenen Symptome, so sind es mittlerweile bereits 27, also fast doppelt so viele. Pollen machen damals 43% der Allergiker Probleme, zuletzt waren es bereits 51%. Auch die Sonne verursacht immer häufiger Reaktionen. Rückläufig sind hingegen Medikamenten und Tierallergien. Zum Abschluss jetzt habe ich noch die Wetteraussichten für Sie. Heute Nacht halten sich vor allem inneralpin noch ein paar Restwolken. Zum Morgen hin klart es jedoch auch hier immer öfter auf. Die Tiefsttemperaturen heute Nacht liegen bei 7 bis 13 Grad. Morgen Samstag gibt es zum Sonnenschein erst nur wenige dünne und hochliegende Wolkenfelder. Später kommen ein paar harmlose Quellwolken dazu. Die Tageshöchsttemperaturen morgen 18 bis 26 Grad. Am Pfingstsonntag dann scheint zu Tagesbeginn verbreitet die Sonne. Tagsüber bilden sich zunehmend Quellwolken und die Schauerneigung nimmt vor allem im Bergland zu. Im Flachland bleibt es hier auch meist trocken. Die Tageshöchsttemperaturen am Sonntag, die liegen zwischen 11 und 24 Grad. Auch der Pfingstmontag verläuft sehr sonnig und die Höchsttemperaturen liegen da bei 24 Grad. Das waren die Kronen-News an diesem Freitag. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende im Namen des Teams. Vielen Dank fürs Zusehen. Hier geht es nun weiter mit den Krone-Sport-News und Martin Grasl. Auf Wiedersehen.